Hallo und herzlich willkommen, liebe Harz und Freunde. Wir machen nochmal Solo-Abenteuer Troll-Arena. Ach, das ist ja immer so knapp wie Scheiter, ne? Aber so ist es. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, auch den gehabt, Schatz der Tiefen. Oder? Nee, das war ein anderes Ding. Auf jeden Fall auch Schurke. Steht zu Beginn eures Zuges eine Karte aus dem Deck des Gegners. Komm, das machen wir mal. Schatz der Tiefen, was haltet ihr davon? Komm, das probiere ich mal aus. Schatz der Tiefen. Er ist der Gegner Paladin. Na super. Boah. Hier steht dem König vom Ring gegenüber. Ich kusche vor niemandem. Oh wow. Also, ich bin schon beeindruckt. Ja, nice. Die kosten auch noch zwei weniger, Alter. Das ist ja, das ist echt cool. Warte mal, was ist denn das? Okay. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Jetzt haben wir ja so ein bisschen so lange Fingerstyle. Schwierig. Ich nehme mal lange Finger. Ah, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich auch das andere nehmen sollen. Mal gucken. Malakras. Wollt ihr die Flammen spüren? Mein großer Moment. Aha, auf zum Tanz. Ich grüße euch. Ich kann euch nicht hören. Das ist natürlich schön. Das ist auch schön. Willkommen. Nein! Okay. Okay, sehr gut. Puh.
Okay. Das ist hart. Naja, gut. Könnte alles schlimmer sein. Aha. Ragnaros, das wäre natürlich super cool. Der Klauschurke ist cool. Oh. Füllt eure Seite des Schlachtfelds mit Piraten, okay. Kampfschrei, Todesröcheln stiehlt eine Karte aus der Hand des Gegners. Ja, das passt natürlich eher dazu. Wenn ihr Karten auf der Hand habt, die nicht zu Spielbeginn. Ja. Ne, ich nehme den. Kampfschrei, okay. Außenseiter, ja, auch nicht übel. Und wir haben hier Gold richtig. Ich glaube, ich nehme Kampfschrei. Ah, wobei Außenseiter wäre natürlich auch cool gewesen mit dem 1-1er Schrein, der immer einen klaut. Ja, es war doof. Vielleicht war es doof. Ich glaube, das war eine Fehlentscheidung. Egal, passt schon. Dies passt schon. Dies passt schon. Guys. Schreien. Eure Diener haben überwältigen, verringert die Kosten eurer Handkarten. Aha. So far so good. Natürlich echt hartes Ding hier, ne? Also.
Verdoppelt den Angriff aller anderen befreundeten Diener. Ja, okay. Soll ich rein, Boss? Meist Liesel! Es gibt keine Kommen! Sie sind überall! Das ist echt cool. Das ist echt cool mit dem Kartenklau. Kartenklau! Okay. Wählt eure Beute. So, lange Finger nochmal. Ich bin nicht so überzeugt. Gold richtig. Oder hin und her. Ich denke, hin und her wird es werden. Krieger. Krieger, folks. Krieger. Ich bin auch ein wandelnder Moshpit. Ich bin Heavy Metal. So. Das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal. Ja. Weil ich dazu. Ja. Komm. Weil ich so. Es war im ersten Moment nicht so cool. Wie man denkt. Aber. Ich glaube, ich klaue mir hier die ganze Zeit auch Sachen. Kam schon. Ja. Turn 1. Ist okay. So, der holt mir wieder einen rüber. Das ist doch gut. So, 23 hat er im Deck. Ich habe nur 15. Ah, das Gute ist, ich klaue ihm halt auch immer wieder was. Immer wieder was Dickes. Das ist doch schön. Hier, den hier for free. Da kann man doch alles nicht meckern. Und jetzt klaue ich die nächste rüber. Ach, ist das schön. Zerstört einen feindlichen Diener mit maximal 3 Angriff. Okay. Spiel ich den. Face. Alles immer schön aufs Board klatschen. Da ziehe ich wieder eine raus. Hat er nur 17. Oh, Scharmützel! Das ist natürlich großartig. Das ist natürlich wunderbar. Die Menagerie ist nur für Gäste. Ja. Gut möglich, dass ich mich melde. Nee, das lasse ich nicht zu. Mach ich so. Oh. Naja, mach ich so. Egal. Habe ich die ein bisschen wasted? Ist egal. Ich klaue ja eine und ich ziehe eine, genau. So, und jetzt sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen was hier loswerden. Also, erstmal Verrat hier. Wutz. Dann feeden wir den rein. Dann ist das Board wieder ein bisschen freier. Einfach überwältigen, entdeckt einen Drachen. So, fügt auch den benachbarten. Oder mache ich den und den. Oder wie viel habe ich auf der Hand? Ja, mach ich so.
Face, Face, Face. Beim nächsten Zug klaue ich wieder eine. Und ich ziehe wieder eine. Ja, 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 ja. Verletzen die dafür Schaden zu Woods. Ja, okay. Ja, das hat endlich mal geschafft. Aber ich sag euch so, ist mir völlig egal. Weil. Wir machen das jetzt hier so. Oh, dann zieht der seine letzte. Oh! Ja, okay. Oh, krass. Okay. Sieht doch gar nicht so schlecht aus, Leute. Ich denke, ich kann gleich nächste Runde hier einfach mit allem Face gehen. Boah, das denke ich. Das war's dann wohl. Sehr schön. Okay, wählt ein Mitstreiter. Oh, das wird... stehlt eine Karte aus der Hand. Ja, komm, wir stehlen. Wir stehlen einfach Sachen. Waffen, okay. Todesröschel oder lange Finger. So sehr. Hexenmeister, okay. Ich glaube, Hexenmeister könnte auch übel werden. Heute Nacht ist mächtig was los. Aber ein Plätzchen lässt sich immer finden. So. Oh! Ja, ist mir egal. Hat sich gelohnt. Oh, mit Quest im Ernst? Oh! Eieieiei, mit Quest. Ich werde sie finden. Ja, mit Quest ist derbe, ne? Da wird er mich vielleicht sogar fertig machen, der Hexenmeister. Schnell wie die Fledermaus. Das ist richtig, richtig, richtig bitter. Das ist richtig bitter. Boah. Das ist hart, Leute. Das ist echt hart. Aber furchtbar böse. Okay. Okay.
Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Puh. Puh. Okay, ich habe noch 12 im Stapel, er noch 14. Ich bin die Geister, zu verdienen, die noch dabei, in diesem Ruf dahin zu verdienen, die dabei, achso. Das ist meins. Okay. Naja, noch habe ich ja hier diesen mehr Kampfschreier und so. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht den Bran dazu adde. Und dann hier erstmal richtig dick, weil er hat 10, ich habe 10. Die Spinnen reinschaufel. 3. 6. Nur 6? Na gut, egal. Dann ist wichtig, dass wir den da kaputt machen. Den können wir noch kaputt machen. Und vielleicht können wir den dann noch kaputt machen. Und ja, das war's. Ne? Den könnte ich auch noch spielen, aber ich will den nicht abwerfen. Das ist das Problem. Das will ich nicht. Nee, das möchte ich nicht, weil mit dem kriege ich ja die abgeworfenen wieder zurück. Eure Sinne sind also doch nicht komplett abgestumpft. Butz. Okay, Verrat. Klatsch, klatsch. Und Bums. Ah, kriegen wir Verdammniswache. Von seiner Hand aber, ne? Meine ich, oder? So, und dann kriegen wir hier zurück. Ja, okay, jetzt muss ich das ja spielen. Bisschen sinnbefreiter. Egal. Läuft ja ganz gut. Okay. Okay. Jetzt hat er die Quest voll, glaube ich, ne? Ja. Okay. Jetzt muss ich ihn kaputt machen, schnell. Jetzt muss ich ihn schnell kaputt machen. Seele.
Das ist eine harte Runde irgendwie. Nein! Okay, das ist richtig bad jetzt für mich. Ja, das ist richtig bad für mich. Das ist richtig bad. Verderbnis. Schon klaut ihm die letzte Karte auf seine Hand. Das ist sehr schön, aber ein bisschen too early. Das ist auch sehr schön. Komm, Face, komm, alles egal, Face, einfach nur Face. Yep. Mehr für mich. Yep. Ihr könnt mir nichts. Ja. Here we go. Ja, hab bald keine Karten mehr. Ratsch. Und jetzt machen wir es noch so. We go. 49. Boah, es war echt. So, okay. Wir haben hier nochmal lange Finger. Naja, bin ich jetzt nicht mehr so begeistert von. Dann haben wir Außenseiter. Sonja, dem befreundete Diener gestorben ist. Er hat die Kopie 1-1 von Klasse 1. Ja. Ich glaube generell, das war ein Fehler von mir, ne? Mit diesem Schrein sollte man eher auf Außenseiter gehen. Tippig. Priest. It's Priest. Priest. Exciting. Do 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 do. It's so exciting to me. So, lange Finger, Spinne, hast du nicht gesehen, komm. Easy. Wäre echt schön, wenn das jetzt noch was wird. Ich grüße euch. Schade, dass wir uns nicht unter anderen Voraussetzungen treffen. Haha! Ach, Todesröchelpriester schon wieder. Oh Mann, ey, es wird hart. Komm, gib mir was Schönes. Oh, eine Sword! Tja, das tut ihm richtig weh. Und mir richtig gut. Sehr schön. Jetzt wird er meinen natürlich kaputt machen, das wissen wir alle. Ja. Stehlt zwei Zauber aus dem Deck des Gegners. Perfekt.
den spiele ich auch direkt. Ja. Für 3 Mana? Ist das eine schöne Karte für 3 Mana? Läuft gut, es läuft auf jeden Fall gut. Und das noch coolere ist, ich klaue mir auch die ganze Zeit seine Death Rattled Sachen. Das heißt, mein Sort, den ich ihm schon geklaut habe, der hat halt auch Value, ne? Keine Frage. Der macht Sachen. Boom. Oh boy. Ja, das war jetzt nicht so beabsichtigt. Ist nur so tot, wie man sich fühlt. Das ist natürlich jetzt doof. Aber egal, ich spiele den und den. Und dann gucken wir mal. Ja. Ja. Nee. Okay. Okay. Jupp, 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 jupp. Das ist meins. Mhm. Wow. Okay. Hat er keine Zauber im Deck? Weil ich dem gar keine Zauber geklaut habe. Der hat gar keine Zauber im Deck. Das sage ich euch so. Ah, ich kann ihm noch eine von seiner Hand klauen. Was ist das? Ruft einen Diener mit Todesrüche aus eurer Hand herbei. Nachdem ein befreundeter Diener gestorben ist, erhaltet ihr den Vampir auf die Hand. Sie kostet 1. Kann ich das auch selber auslösen? Tatsache. Tatsache. Das ist meins. Ihr seid alle Sklaven der Scheiße. Schon in Ordnung. Ich sag mal, Win ist Win, ne? Dann interessiert es ja keinen mehr, ob da irgendwelche, wenn irgendwelche Plays hätte besser machen können, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das geil, dass ich die liegen habe und den immer wieder für 1 zurückkriege mit dem Effekt. Das ist mega. Das ist mega. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass ich hier erstmal ein paar Karten loswerden muss. So. Zack. Zack. Oh yes, baby. Oh yes. Oh, ich habe ihm schon sehr viele Karten geklaut. Das ist echt gut. Meine Hand ist voll, ich mill mich ein bisschen, aber ist egal. Ich kann nicht mehr Karten halten. Das ist egal. Was tot ist, kann niemals sterben. Es läuft sehr gut, Leute. Ich bin zuversichtlich. Motiviert und zuversichtlich. So. Ich kann nicht mehr Karten halten. Vielen Dank für die Sylvanas. Das freut mich echt. Also. Die nehme ich gern.
Nehme ich sehr gern. Ich melde mich wieder, ne? Das ist echt krass. Yep. Wow. Ja, okay. Gibt's halt den nochmal für eins. Sehr gerne. Ich melde mich so hart, ne? Oh, ich melde mich so hart, ne? Warte mal. Easy. So easy, was hier gerade alles passiert, ey. Wahnsinn. Meine Hand ist sowas von voll. Krass, ey. Guckt euch das an. YOLO. Sonderlord. Verbessert euren Schrein. Ist es wieder soweit. Zur Erinnerung. Schrein. Stehlt zu Beginn eures Zuges eine Karte aus dem Deck des Gegners. Sie kostet 2 weniger. Passiv, eure Schreine werden 2 Zügen wiederbelebt. Passiv, eure Schreine haben Todesröcheln, zieht Karten, bis eure Hand voll ist. Nee. Passiv, eure Schreine haben Todesröcheln, verleiht allen Dienern neu am Deck. +1/+1. Oh boy! Ja, ich glaube, ich werde das hier nehmen, einfach. Hin und her. Ja. Definitiv. 7/8. Diesmal ist der Druide der Vorletzte. Alles klar. Komm, Kinders. Zeigt mal eure wilde Seite. Ich kämpf mich bis an die Spitze. Boah, wenn ich den auf den 6/6er Death Rattle mache, also Kampfschrei Death Rattle klaut eine Karte von der Hand, boah. Habe ich hier richtig was. Und ich gebe meinem Schrein einen Death Rattle. Bufft die Dudes im Deck. Also gibt einem +1/+1. Also es ist richtig gut gelaufen in dieser Schatz. Ach, in diesem, in dieser Trollarena. Muss man wirklich sagen. Ich möchte das nicht. Wer ist da? Ja, komm, mach's kaputt. So, dann wird alles gebufft hier. Easy Mode. Booms. So, alles +1/+1. Richtig geil. Oder? Ich hoffe, der Effekt geht. Weil ich nichts gesehen habe. Ja. Sehr schön. Sehr schön. So, dann machen wir das so. Warte mal. Der hier muss erstmal weg, ne? Überwältigen verleiht eurem Helden +10 Angriff in diesem Zug. Alter, für 4 Mana eine 10/10, ne? Soll ich die mal spielen? Ja, komm. Oder? Das war's. Alter, die ist ja voll crazy, die Karte, ey. Mal ehrlich. Soll ich mir die reinkopieren? Was kostet die normal? Überwältigen verleiht eurem Helden +10 Angriff in diesem Zug. What? Nee, mal im Ernst, die will ich ein paar Mal haben. Ich will euch und euch und euch. Ja, ist schon eine gute Sache. Ja, ist schon eine gute Sache.
Was macht der nochmal? Ja, 13 Angriff. Wumms! Das ist ja crazy, ey. Ich muss das Land bewachen. Silenced! Oh, Isera für 7. Läuft! So, jetzt ist sein Schrein wieder da vom Loti. Keiner kann meinen Geist brechen. Und wieder alles gebufft. Sehr nice. Das ist echt geil. Also ich finde die Kombination richtig cool, dass einerseits mein Schrein ihm immer wieder Karten klaut, aber andererseits, wenn er den Schrein kaputt macht, wird mein Deck gebufft. Das heißt, egal was er tut, ist gut für mich. Ob er den liegen lässt, ist gut für mich. Und wenn er den die ganze Zeit kaputt macht, ist auch gut für mich. Oh, jetzt habe ich natürlich eine blöde Situation. Ich klaue ihm eine Karte von der Hand. Da klaue ich ihm nämlich 2 durch den Geist des Heinz. Ein sehr angenehmes. Mlorn! Cool, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die Karte. Sehr geil. Ja. Ich glaube, da kann ich fast alle auf die Hand zurückholen, oder? Ja, ich gib ihm hier mal welche. Ich könnte auch gonken, aber ja, auch nicht wirklich, ne? Ich mach das mal so. Das war's. Und er spielt wieder Mlorn, okay? Sehr cool, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Hätte ich nicht erwartet. Komm, ja, getötet. Sehr schön, wieder gebufft. Zum 3. oder 4. Mal jetzt. Er hat auch nur noch 12 Karten im Stapel. Ich habe noch 21. Die üble Verseuchung gekriegt von ihm. Ich bin zurückgekehrt. So, ich mache hier auf jeden Fall mal Verrat. Putz, putz. Das werde ich nicht vergessen. Dann mache ich hier Meucheln. Dann mache ich hier den hier. Dann mache ich den hier. Ah, vielleicht klaue ich ihm sogar den Mlorn. Es läuft doch gut, oder? Was sagt ihr? Guys, das läuft gut. Das könnte was werden hier. Das könnte echt was werden. Hinten für 6 Mana 9-9 mit dem Kampfschrei und Death Rattle ist einfach nur crazy, ey. Einfach nur crazy. Ja, danke schön. Ja. Ah, warum nicht? Okay. Hamage. Ach, das sieht doch sehr, sehr gut aus.
Ihr könnt mir nichts. Probiert mal. Wer für mich? Schon wieder gebufft. Boah. 6 Mana, 13, 13 mit dem Effekt. Ja, okay. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also, echt strong. So, wir haben wieder eine Beute. Agro. Mirakulös. Oder das hier. Ich nehme Außenseiter. Da haben wir noch die zweite. Es ist soweit. Das ultimative Duell um den ultimativen Sieg steht an. Zweimal die Sonja. Zentimo. So. Ja, da bin ich natürlich jetzt schon oft an dem gescheitert. Ich war schon oft an dem Punkt, Leute. Ihr wisst es. Ihr wisst es. Ich war oft an diesem Punkt. Und ich bin oft gegen Zentimo gestorben. Ich bin ein Champion. Aber noch bin ich zuversichtlich. Wenn ich Glück habe und ihm gute Sachen klaue die ganze Zeit, dann ist das cool. Und wenn ich die Sonja habe und die Schreine die ganze Zeit sterben, dann ist es noch cooler. Ja, ich habe ihm das hier schon mal geklaut. Das ist jetzt nicht so die Bombe. Den hätte ich lieber geklaut. Oh mein Gott. Er hat sein Deck dreimal gebufft mit Prinz, mit dem Prinz, Junge. Oh Gott. Oh Gott. Das ist schon mal sehr schlecht. Ja, do it. Ja, sehr schön. Das ist auch mein Deck zumindest einmal gebufft. Eieieiei. 3 auf einen Streich. Könnten wir machen, ne? Oder, na, Coin. Habe ich nicht. Ihr könnt mir nix. Kannst du auch so machen, erstmal. Lavaschock, okay. Sind die drei wieder. Wow, ey. Ach, das ist bitter. Oh, das ist richtig bitter. Nee, das schaffe ich nicht. Das war schon zu krass. Alleine schon mit dem Prinzen. Triple Prinz, ja. Buff das ganze Deck plus 3 plus 3. Das ist zu hart. Ich glaube nicht, dass ich das noch schaffe. Andererseits klaue ich ihm ja auch die gebufften. Fällt mir gerade auf. Ja, ich klaue ihm die Kelleset gebufften. Okay. Oh nein. Das ist crazy, ehrlich. Das ist richtig crazy. Oh boy. Oh boy, das ist richtig crazy. Dein Skelett dabei. Mit Bran? Wer weiß, was für Geheimnisse wir haben. Gut aussehen tut es nicht, Leute, aber ich gebe alles. Sagen wir es mal so. Oh, der gibt mir hart jetzt, oder was? Ja, ja. Oh? Ja, okay.
Das finde ich natürlich gar nicht so schlimm. Ja, da machen wir auf jeden Fall hier. Da machen wir auf jeden Fall die Spinne mit dem Bran Bronzebeard, würde ich sagen. Oder wir machen das hier, einen doppelten. Ja, das wäre echt richtig gut. Aber erstmal müssen wir den da loswerden. Dann müssen wir den da loswerden. Dann müssen wir den da loswerden. Und dann müsste ich überlegen, ob sich das hier lohnt. Ja, eigentlich schon. Ja, da habe ich nämlich zwei krasse Sachen geklaut. Ja, das ist meine Chance natürlich, ne? Dass ich eben die Kelleset-Gebufften klaue die ganze Zeit. Oh Gott, jetzt ist der Kampfschrei-Dude drin. Ja, das ist super. 9-1er. Der 9 Damage frisst, ist vollkommen in Ordnung. Aber einfach ist das Ganze nicht. Das muss man sagen. So. Mischt eine Bombe in das Deck des Gegners, wenn sie gezogen wird. Bla. 6 Leben wiederherstellen. Double Gangster ist nicht so cool. Die sind alle nicht so cool, ne? Die sind alle nicht so gut. 7, 8, 9. Da würde 2 Damage fehlen. 7, 8, 9. Mache ich das so. Habe ich noch 9 Karten auf der Hand? Dann mache ich das hier. Mit der doppelten Bombe, die man platzen lässt. Und wir wollen das auch so. Oder? Ja. Bums. Ihr seid Geschichte. Bums. Schade. Für mich. Und Bums. Ja. Die Frage ist, hole ich den direkt raus? Ja, mach ich so. Denn im nächsten Zug müsste ja mein Schrein wieder da sein. Du hast auch 3 Schaden an zufälliger Entfernung. Okay, ja, das juckt mich nicht. Das ist nicht so schlimm. Okay. Wow. Okay. Ja, es ist ein interessantes Match auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Naja, werden wieder alle gebufft. Easy peasy. Okay. Okay. Also das sieht sehr gut für mich aus. Mal gucken. Okay. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Geschichte! Vorsicht! Verschweine nicht!
Lass die Bombe mal platzen. Kerze. Aber ich würde sagen, das ist so gut wie GG für mich. Das ist so gut wie GG für mich. Aber ich möchte was ausprobieren. Okay. Komm, alles mal. Ihr seid Geschichte. Vorsicht. Sieht sehr gut aus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schlecht. Aber er hat die Sonja getroffen, deswegen. Easy. Auch das easy. Mein Board ist so voll. Bombe. Kerze. Bombe, Kerze, Spinne, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Noch eine Kerze. Bombe. Noch eine Bombe. Ja, geil. Ja, ist mir egal. Mach doch. Ja, mach doch. Der 9-1er rennt jetzt noch gegen meinen 1-1er. Oh, ja gut, die möchte ich jetzt nicht. Nicht klauen. Fünf Damage. Perfekt. Ich grüße euch. So, ich bin echt gespannt, was jetzt passiert, weil das ist das erste Schrein-Totem, wie auch immer, der erste Schrein, den ich fertig kriege, wo ich alle Bosse schaffe. Schatz der Tiefen, das ist echt cool. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert.
Der Sieg gehört euch. Euer Loa triumphiert und euer Name geht in die Geschichte ein. Cool. Rastakans Rambazamba abgeschlossen. Champion der Arena. Ein Kartenrücken. Okay. Cool, cool. Okay. Also so wie ich das sehe, kann man das, also muss man das nicht mit jedem Totem schaffen, mit jedem Schrein. Es reicht, wenn man es einmal schafft für den Kartenrücken etc. Okay, in diesem Sinne hoffe ich, euch hat es gefallen. Ne? Das war die Trollarena. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.